Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Inhale-Exhale-Box von Alex. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Inhale-Exhale von Alex, das Ganze am 15. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist bei genauerem Hinsehen eher ein Bundle bzw. so eine Tasche, so ein Pack und keine Box an sich. Aber das Ganze wurde eben als Box verkauft und der Inhalt ist auch einer Box auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, es ist das erste Soloalbum von Alex, sein Debütalbum nach diversen Collabo-Alben, wie zum Beispiel Obstschan, Obstschan 2, die beiden Collabo-Alben. Ist es jetzt an der Zeit für das erste Soloalbum. Wir haben hier einen violett-pinken Beutel. Auf der Vorderseite lesen wir hier einmal den Albumtitel Inhale, Exhale. Kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Einatmen, Ausatmen. Dann lesen wir hier noch Alex. Dann haben wir hier ziemlich bediente Gesichter. Und was haben wir hier noch? Sieht aus wie so eine Eiswaffel. Dann verläuft hier auch noch Eis. Hier oben auch nochmal so Soft Ice und ansonsten FSK 16, weil wir hier auch noch eine DVD dabei haben werden, DE, ein Pfund und hier oben dann eine Linie, wo das Ganze aufzuschneiden wäre. Allerdings müssen wir das gar nicht, weil es eh schon offen ist, somit sparen wir uns das. Auf der Rückseite lesen wir auch noch was. Inhale, Exhale, Alex, 187 Straßenbande. Okay, dann haben wir hier die Infos. Und zwar, was sich hier alles drin befindet. Das Ganze ist Größe M, konnte man größentechnisch frei auswählen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal eine geruchssichere Tasche, Profi-Filter-Tipps, 8 Müller-Bags, Dope-Movie-DVD, ein Shirt, Papers, einen Grinder, das Album auf CD natürlich und drei Sticker. Gut, Barcode. Nicht für Lebensmittel geeignet, alles klar, Social Media und so weiter, 187 Straßenbande, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier einfach rausziehen. So, der Beutel ist nun leer. So sieht es hier von innen aus. Also ein großer Druckverschlussbeutel. Und hier ist das entsprechend eben durchsichtig gestaltet. Packen wir mal zur Seite. Und schauen uns mal an, was wir hier haben. Also, einmal das Shirt. Dann die Tasche. Die können wir gleich mal aus der Folie holen. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich das Album und die DVD. Die werden wir auch nochmal aus der Folie dann holen. Grinder. Papes. Filtertipps. Sticker und diese Müller-Bags, diese Druckverschlussbeutel sind auch noch mit dabei. Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal diese beiden Sachen hier aus den Folien. Einmal die DVD. Ups. Und einmal das Album. So, und dann kann es dann auch schon losgehen. Hat eh schon lange genug gedauert. So, draußen ist es kalt, deswegen ist das Albumcover hier entsprechend beschlagen. Beziehungsweise die Folie etwas feucht. So, aber jetzt, das ist das eigentliche Cover zum Album Inhale, Exhale. Wir haben hier den Interpreten abgebildet. Schwarz-Weiß-Foto, wie er gerade hier am Rauchen ist. In der Mitte auch nochmal der Alex-Schriftzug, Inhale, Exhale, links, rechts. Reguläres Toolcase, 187 Straßenbande befindet sich hier. Auf der Seite auch nochmal Alex, Inhale, Exhale, 187. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 17 Tracks sind es geworden. Features von Maxwell, Bones MC, Volo, Jesus SDK, Galo Nero, Rasti Kilo, Malik Montana, Bones MC, Tovaric, Safir, Bossa. Ja, also die meisten sind ein Begriff, so aus dem 187-Umfeld, aber ein paar auch, die ich zuvor noch nicht so wirklich am Schirm hatte,
unter anderem hier Tovaric oder Rasti Kilo. Dann haben wir noch die Infos, die Labels und einen Barcode. Das Ganze gibt es natürlich regulär auch so zu kaufen, also rein nur die CD. So, dann schauen wir mal ins Booklet. So sieht das aus. Das ist die gesamte Tracklist mit den Infos, wer produziert hat. Okay, was lesen wir hier noch? Vocal Mix. Sehr gut. Also hier haben wir alle Produzenten und Features entsprechend aufgelistet. Gefällt mir. Dann eine Doppelseite mit Alex im Rauch. Und zum Abschluss nochmal das Motiv. Das haben wir dann auch auf dem Shirt. Und hier nochmal die Infos und hier unten nochmal weitere Credits. Gut, also eher dünnes Booklet, aber auf jeden Fall die ganzen Informationen, die wichtigsten Informationen sind dabei. Die CD ist in Silber und Schwarz. So sieht das aus. Hier, sehr ungewöhnlich, die gesamte Tracklist nochmal auf der CD aufgedruckt. Und hier gibt es dann noch eine Spirale. Jawohl. Gut, soviel zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei eine DVD. Und diesem Teil hier ist es auch geschuldet, dass die ganze Box oder diese Tasche hier ab 16 ist. Hier lesen wir es nochmal, FSK 16. DVD Inhale Exhale Dope Movie. Also es dürfte wohl auch hier Live-Aufnahmen beinhalten. Wir schauen mal. Amsterdam, Barcelona, München, Hamburg. Ja. Und auf jeden Fall, die Fotos lassen darauf schließen, dass hier ist, dass wir hier auch Auftritte haben, also Konzertmitschnitte. So sieht das aus. Wir schauen rein. Das ist die DVD. Ansonsten hier alles glatt schwarz. Gut, kann man sich dann auf jeden Fall anschauen. Als nächstes haben wir hier eine Pusherbag, eine Umhängetasche, die kommt hier komplett in Schwarz. Und hier vorne haben wir, wenn es auch etwas schief angebracht ist, jetzt einen Patch, den man austauschen kann. Also das ist der klassische Inhale-Exhale-Patch. Aber wir schauen mal rein. Ja, es war schon offen. Wir haben hier, nein, war es nicht. Wir haben hier tatsächlich, auch wenn mein Reißverschluss gerade irgendwie Faxen macht. Gar nicht so einfach, genau hier, tatsächlich, als wäre sie noch zu, einen zweiten Reißverschluss eingebaut. Der ist direkt eine Schicht darunter, wenn ich es schaffe, jawohl. So, und das ist eben auch gemeint mit Smellproof. Also wir haben hier, dadurch, dass wir hier wirklich so zwei mehr oder weniger Reißverschlüsse haben, die hier übereinander gelagert sind, dadurch ist diese Kammer hier geruchsneutral nach außen und das erlaubt eben, dass man hier dann Sachen, die auch etwas geruchsintensiver sind, mit sich tragen kann, ohne dass die ganze Außenwelt davon belästigt wird. Die beiden Patches sind noch drin. Einmal hier Hamburg, Warschau, Rom, Paris, Amsterdam. Dann haben wir hier noch das Alex-Logo, eben Nike TN-Stil. Und die kann man dann entsprechend austauschen. Also wir haben, Moment. Ah, okay, die sind hier noch geschützt. Also wir haben hier noch eine Abdeckung drauf, dass die nicht irgendwie kaputt gehen oder dass die hier Schaden anrichten mit dieser rauen Oberfläche. Wir haben hier noch so einen Klettverschluss drüber und dann kann man hier entsprechend eines dieser beiden Patches drauf machen. Ich mache jetzt einfach mal hier das Teil hier drauf, also den Alex Patch. Moment. So. Genau. Gut, wir schauen weiter. Also wir haben hier einfach mit so einem kleinen Trenner hier drin. Dann auf der Rückseite nochmal ein Geheimfach, auch wieder mit Reißverschluss. Und hier dann die Bänder, um das Ganze auch umzuhängen. Kann man natürlich hier mit Hilfe dieses Teils hier Größen verstellen. Und die sind auch hier komplett gebrandet. Alex 187 Inhale Exhale in Schwarz und Weiß. So, die Patches und all das zur Seite. Als nächstes haben wir dann hier diese Beutel. 8 Stück gesamt, 4 von jedem Design, also 4-mal der hier und 4-mal der hier. Einmal hier in Blau, Lila, Gelb. So sehen die auf der Rückseite aus. Sind sogar beschriftet und haben einen Barcode, heftig.
Und dann einmal hier in lila, grün und blau, beziehungsweise türkis. Ja, also sind ähnlich vom Aufbau wie das Bundle oder wie die Tasche an sich. Das heißt, wir haben hier oben eine Linie, die wird aufgeschnitten. Hier kann man es füllen, ist dann der Druckverschluss. Und dann kann man auch hier, die sind innen so Alu beschichtet, entsprechend Sachen aufbewahren. Achtmal so kleine Bags. So, dann haben wir Sticker. 1, 2, 3, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich glaube, biegt hier was? Nein. Also 3 Sticker. Einmal der hier. Das ist der Kollektivsticker hier. Links Alex, rechts Jesus. So sieht das aus. Sieht aus, als wäre das irgendwie so eine eingeschweißte CD oder Vinyl. Aber das ist wirklich hier so die Optik des Stickers. Dann haben wir den Cover-Sticker zu bunte Packs. Ist ja genau wie Kollektiv auch schon eine Single-Auskopplung gewesen. Und dann haben wir hier den Sticker zur Single von Hennessy mit SDK. Also 3 Sticker, alle 3 Hochglanz und quadratisch. Als nächstes haben wir den Grinder. Der ist natürlich auch hier wieder beschriftet. 187 Straßenbande, Inhale, Exhale, Alex. Kunststoffgrinder und auch die Zähne, die Zacken hier sind aus Kunststoff. Dann haben wir in der Mitte noch so einen kleinen Magnetverschluss. Ja, das funktioniert. Und da kann man entsprechend Sachen klein reiben. So, wir haben mit dabei noch Papes. Die kommen hier in edler Verpackung. Das ist hier sogar geprägt, dieser goldene Inhale-Exhale-Schriftzug. Wieder beschriftet, von Bobby Analog Designed. So, was lesen wir hier? 32 Premium Rolling Papers. Ja, die sind sogar chlorfrei. Also hier so naturbelassen braune Papes. Hier sieht man auch nochmal die Prägung. Passend zu diesen Papes haben wir dann auch noch die Filtertipps. Auch hier in diesem Design schwarz-weiß-gold. In diesem Fall sogar 35 Profi-Filter. Kann man hier dann entsprechend abreißen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das kommt in schwarz. Sieht so aus. Wir haben hier den Interpreten. Das hatten wir auch schon im Booklet, glaube ich, das Foto. Beziehungsweise diese Grafik, diese Abbildung. Also Alex hier mit Sirup, mit einem Joint und jeder Menge Bargeld, das hier herumfliegt. Hier hinten haben wir noch einen Wagen, sieht nach Mercedes aus. Bunte Packs und oben dann Rauch und Blitze. Der Schriftzug des Albums natürlich auch wieder dabei. 100 Stück, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 100 Stück dieser Shirts waren zufällig auf die Boxen, auf die Bundles verteilt und wurden sogar signiert. Also da haben alle 187er unterschrieben. Und auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz. Hier ist kein Aufdruck, kein Neckprint oder ähnliches. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Premium Cotton in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Was die Größe betrifft, wie gesagt, konnte man frei auswählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz getragen an. Und so sieht das dann getragen aus. Also wir haben hier oben im Brustbereich den schwarz-weiß bzw. schwarz-silbernen Schriftzug Inhale, Exhale. Darunter dann Alex. Und dann hier auch nochmal der Schriftzug, bunte Packs, 100-Euro-Scheine, der Wagen und hier oben dann eben der bunte Rauch und die ganzen Blitze. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe M, wie gesagt Größe frei wählbar. Dann haben wir hier die Papes, 32 Stück. Die Filtertipps, 35. Dann die Patches, 3 Stück, an der Zahl, einmal, zweimal. Und den dritten, alle quadratisch, den habe ich hier schon auf die Pusherbag drauf gemacht. Die Tasche, die geruchssichere Tasche, ist natürlich auch mit dabei. Dann die Sticker, 3 Stück, alle quadratisch. Die Kali Packs, 8 Stück,
in zwei verschiedenen Designs je viermal. Der Grinder im Inhale-Exhale-Design, die DVD, Dope Movie und natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box, in diesem wunderbaren Beutel hier. Inhale Exhale von Alex. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Alex unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.